herzlich willkommen. Wir sind heute in Düsseldorf unterwegs und wir freuen uns, denn wir dürfen euch heute wieder einen ganz fantastischen Garten zeigen. Und sogar einen prämierten Garten. Es ist wieder einer der Gärten des Jahres. Und wenn ihr euch wundert, warum wir hier so gemütlich sitzen und Kaffee trinken, das ist tatsächlich das, was die Eigentümer des Gartens jeden Morgen machen. Ich muss auch sagen, ich kann es verstehen, das ist ja hier fast wie so eine kleine italienische Piazza vor der Haustür. Absolut zu Recht. Ein wunderschöner Platz hier unter dem wunderschönen Baum, der Blauglockenbaum. Sehr schöne große Blätter, toller Schattenspender jetzt im Sommer. Der einzig blau blühende Baum, der hier bei uns in Deutschland wächst. Im Frühjahr auch toll, weil da kommt die Sonne durch, die Frühjahrssonne, weil der sehr spät erst austreibt und damit so ein diffuser Schatten hier entsteht. Also Traumort. Was ich noch ganz süß fand, ist, der hat so ein bisschen herzförmige Blätter. Das finde ich ein schönes Detail. Baum mit Herz sozusagen. Genau. Und es ist auch einfach ein wunderschöner Vorgarten. Das sieht man ja auch nicht so oft, ne? Vorgarten mit Herz, auch das trifft zu, würde ich auch sagen. Weit weg von diesen Kies- und Spittgärten, die rückläufig sind, Gott sei Dank, aber ja immer noch häufig zu sehen sind. Hier dominiert die Pflanze und das ist gut so. Wirklich eine wunderschöne Konstellation an mediterranen Pflanzen. Von daher auch das ein absoluter Traumvorgarten. Ich bin gespannt, was uns hinterm Haus noch alles erwartet. Und ich jetzt, ne? Gucken wir uns an. Boah, riechst du das? Herrlich. Dieser mediterrane Duft hier des Kräuterbeetes, Träumchen. Das gehört für mich mittlerweile auch einfach echt dazu, muss ich sagen. Im Garten oder in der Küche? Ja, im Garten natürlich, für die Küche. Boah, toll, ne? Wenn man hier so reinkommt. Irgendwie echt ein schöner, freundlicher, heller Garten. Aber man weiß irgendwie gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll. Darauf kommt es genau an. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man im Garten steht und den in 2 bis 3 Sekunden erfasst und verstanden hat. Nichts ist langweiliger als das. Und das ist hier genau das Gegenteil. Es gibt viele Ecken, viele Räume, unterschiedliche Perspektiven. Komplett gelungen. Ich höre aber auch so ein bisschen raus, ein kleiner Garten heißt jetzt nicht unbedingt weniger Arbeit in der Planung. Auf gar keinen Fall. Da kommt es aufs Detail an. Während in größeren Gärten 10 cm, wenn sie nicht genau passend verziehen werden, hier kommt es auf die 10 cm an. Und von daher auf jeden Fall kleiner Garten, nicht gleich einfacher, auf gar keinen Fall. Was mir gleich positiv aufgefallen ist bei der Pflanzung, die Zäune, die sieht man eigentlich gar nicht. Dadurch gibt es irgendwie keine so eine Grenze. Und hier auch Trick 17 sozusagen. Man hat einfach die Bepflanzung der Nachbargärten mitgedacht. Dadurch wirkt der Garten gleich auch noch viel größer, oder? Total schöne grüne Kulisse, wohl dem, der solche Nachbarpflanzen hat. Und tatsächlich dieses kleine pflanzliche Detail, die Hecke davor, so schräg ansteigend zu konzipieren, finde ich mega gut, habe ich so auch noch nicht gesehen, nehme ich mir für meine Gärten mit. Schön, wenn du bei uns auch noch was mitnehmen kannst hier, ne? Lifelong Learning. Und das ist auch noch natürlich ein toller Platz, ne? Da können wir mal die Sonnenbank sozusagen. Ja, schön. Können wir uns direkt mal hinsetzen. Was meinst du damit eigentlich, wenn du sprichst von einem Raum im Garten? Ja, tatsächlich das Gegenteil von Präsentiertellergefühl, würde ich behaupten. Hier ganz wichtig die portugiesische Lorbeerhecke zum Nachbarn für die Privatsphäre. Hier die weidenblättrige Birne hinter uns, die auch von oben einen Raum bildet sozusagen. Die beiden Pflanzen hier im Vordergrund, dadurch entsteht dieser Sonnenbankraum. Das heißt, im Optimalfall hat man mehrere solche Räume im Garten? Ja, das macht es natürlich aus. Ne? Unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Blickwinkel. Macht das Ganze spannend und ist das Gegenteil von Langeweile. Mhm. Wir haben ja hier so dieses mediterrane Lebensgefühl. Welche Pflanzen haben wir denn hier, die das auch wirklich so hervorrufen? Ja, das Potpourri der Pflanzen ist hier sehr entscheidend. Die Eichenblatthortensie hier neben uns oder eben die weidenblättrige Birne. Sieht aus wie eine Olive, ist aber keine. Mhm. Weniger frostempfindlich, von daher besser geeignet in unseren Breitengraden. Dann haben wir hier die Silberraute, wird im Sommer so blaue Ähren haben, lavendelähnlich. Die Gaura, der Feigenbaum, der Lavendel hat uns begrüßt. Mir ist die Zypresse noch aufgefallen, wie im Urlaub in Italien. Toskana pur. Ja, das geht natürlich einher mit diesen Materialien auch, ne? Absolut entscheidend. Und es beginnt hier beim Kies. Ganz entscheidend. Es gibt meines Erachtens nichts Schlimmeres als diesen weißen Kies. Der ist sehr aufdringlich. Auch wenn er zu gelb ist, ist nicht schön. Hier ist perfekt. So eine Sandfarbe. Sehr sanft, fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Wirklich toll in Kombination mit dem Naturscheinmaterial hier am Beckenrand und auf der Terrasse. Ist ein Muschelkalk. Mhm. Einfach sehr gelungenes Farbkonzept. Mhm. Viele liebevolle Details. Ein Detail finde ich noch ganz besonders spannend. Hier war eine alte Waschküche auf dem Gelände. Die können wir uns jetzt mal angucken. Das ist jetzt nämlich eine Gartenküche geworden. Ich gehe vor. Ich folge dir, Bernd, wo auch immer du hingehst. Ach, komm mal. Finde ich ja gut, so Bestehendes zu integrieren, nicht abzureißen und es einfach umzunutzen. Gartenküche.
und auch einfach die Lebenswelt der Menschen, die hier wohnen und arbeiten, mitgedacht. Können Sie hier kochen, draußen essen. Und konzeptgetreu, mediterran pur, Leben im Garten. Gut gelöst. Ja, tolle Eindrücke. Was ist dein Highlight, Bernd? Ach, viele Highlights. Aber wenn ich eins rauspicken müsste, dann die Trittplatten hier. Ich mag diese Art von Wassererlebnis sehr gerne. Und tatsächlich sieht man hier auch das perfekte Zusammenspiel aus Gartenarchitektin. Die hat die Trittplatten genau in die Mittelachse des Hauses gelegt. Und eben dem Landschaftsgärtner, der sie perfekt verarbeitet hat, das hohes handwerkliches Geschick gefragt. Einfach ein tolles Detail. Das ist für mich mein Highlight. Was ist dein Highlight? Oh, da gibt es natürlich auch einige. Die tolle Bepflanzung hier natürlich. Ich finde, wir sind mitten in der Stadt. Wir haben dieses mediterrane Lebensgefühl. Wirklich toll. Natürlich hier auch das Wasser. Ich würde hier nach der Arbeit jeden Abend reinspringen, gerade bei diesen Temperaturen. Ja, Bernd, dann freue ich mich schon auf den nächsten gemeinsamen Garten mit dir und mit euch. Kannst kaum erwarten, was noch alles auf uns zukommt. Ich bin dabei. Bis zum nächsten Mal.